schaut jetzt zu, wie der Blender. Es geht los, hier kommt geblendet. Mit neuen Styles ständig verändert. Augen auf, konzentrieren, ungeblendet, abonnieren. Augen auf, konzentrieren, ungeblendet, abonnieren. So Leute, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil für die Lens Flares. Wir haben hier unsere Lens Flares nach wie vor und möchten uns diesmal den Bokeh Glare anschauen. Also ich nenne den jetzt einfach mal so, weil er daraus entstanden ist. Gut, dafür gehen wir in unsere Szene vom letzten Mal und müssen das hier noch ein ganz klein wenig gerade noch aufräumen. Den würde ich einfach mal hier Ctrl-X mäßig löschen. Und das Selektieren vom letzten Mal können wir da rüberschieben. Ist ja alles ein bisschen kleiner, weil dann ist es auch mit dem Platz einfach leichter. Das nimmt extrem viel Platz nachher. Gut, wir fangen wieder an bei unserem Punkt. So, muss schauen, ich muss da selber ein bisschen überlegen. Und zwar zuerst, wir werden mal schauen, wir werden den wieder ein bisschen verstärken am Anfang, weil der offensichtlich ein bisschen zu dunkel ist. So, schauen wir mal, so. So. Okay. Wir haben jetzt unseren Punkt ein bisschen verstärkt. Als nächstes kommt das Schlüssel-Node dafür und das ist der Bokeh Blur, da ist er. Der ist neu und ist jetzt erstmal viereckig. Das ist natürlich blöd, weil viereckig wollen wir das nicht. Wenn ihr das viereckig wollt, geht das natürlich auch. Wir wollen es in dem Fall aber nicht, weil das viel cooler aussieht, wenn das anders ist. Deswegen nehmen wir Input Bokeh Image. So, da rein. Und jetzt haben wir hier genau das, was wir hier sehen, kommt jetzt dort raus. Also erstmal wollen wir den eigentlich größer haben. Deswegen würde ich hier bei Size, ich hoffe das funktioniert, weil es kann auch sein, dass das abschmiert. Zu dem Zwecke werde ich das Ganze mal ganz kurz speichern. So. Okay. Ja, das Ganze ist jetzt in der Größe skaliert worden. Ich werde hier aber nochmal, damit das Ganze besser zu sehen ist, eine Color Ramp drüber machen. Weil sonst seht ihr das ja nicht, was gemeint ist. Okay, das ist besser. So, der ist jetzt noch relativ ausgeblurrt. Egal. Ihr könnt ihr zum einen die Ecken runder machen. Das finde ich nicht ganz so hübsch, aber man kann ja damit auch komplette Szenen blurren. Und da kann das auf jeden Fall cool sein. Da kann es auch cool sein, wenn man ein Lens Shift dazu nimmt. Und dann Farben entstehen dabei. Das kann auf jeden Fall ziemlich cool sein. Hier haben wir das jetzt natürlich nicht, weil die Color Ramp das zerstört. Aber hey. Und hier den müsste ich gerade nochmal selber schauen, was der bewirkt. Ah, der macht das Loch in der Mitte, genau. Kann man dafür den Effekt eigentlich auch verwenden. Wir machen es jetzt einfach mal nicht. Das Rounding weg und die Shift auf 0. Und der ist mir auch zu sehr geblurrt, deswegen hier beim Blur auf 0. Das dauert diesmal alles ein bisschen. Und hat in dem Fall nicht mal einen wirklichen Effekt. Das gibt es doch gar nicht. Ja, so, das funktioniert mit dem Blur nicht, deswegen wahrscheinlich Maximum Blur und nicht genereller Blur. Würde ich hier ganz einfach mal schauen, ob man das ein bisschen ausgrenzen können. So, das würde so, glaube ich, auch funktionieren. Und ich habe ein bisschen mehr Ecken gehabt. Die können wir hier natürlich noch einstellen. 6. Und den Engel natürlich wie immer ein bisschen zufällig. So. Schön. Gut, also hier wird das Ganze dann ein bisschen träge. Ja.
Das dauert jetzt ziemlich lange zum Rechnen immer, das muss man ganz einfach sagen. Deswegen werden wir schauen, dass wir das hier trotzdem irgendwie hinkriegen. Wir haben hier oben den Punkt nach wie vor. Den werden wir gleich wieder in gewohnter Manier dazu mischen, dass wir sehen, was wir tun. Falsch rum. So. Okay, das heißt, wir haben jetzt den Punkt und den müssen wir auf die andere Seite kriegen. Und das machen wir ja natürlich nicht mit Translate, weil wenn wir das machen würden und der Punkt bewegt sich hier rüber, dann würde sich der Bokeh auch weiter rüber bewegen und das soll er natürlich in die andere Richtung. Also eigentlich soll er alles dem Punkt hier in der Mitte vom Punkt symmetrisch machen. Das heißt, wenn er hier rechts rüber geht, muss nachher der Bokeh links rüber gehen. Wenn der Bokeh nach unten geht, dann muss der hier drüben nach oben gehen. Und das ist ganz einfach eine Skalierung von minus 1. Ganz einfach eigentlich. Von daher nehmen wir einen Distort Scale. Der geht nicht nur für die Render Size. Und dann können wir hier auf minus 1 Copy Paste. Und schon haben wir das Ganze auf der anderen Seite. So, das dazu. Dann habe ich noch so gemacht, dass der in der Mitte ein bisschen weniger hat und drinnen dann nochmal so ein Punkt. Zeige ich ganz kurz in etwa. Und ja, das zeige ich jetzt am besten. Dafür gehen wir hier rein. Muss gerade schauen, dass ich hier nicht durcheinander komme. So. Und den mache ich in der Mitte dafür weniger. Das heißt, wie kriege ich das hier in der Mitte raus? Weil wir können das natürlich mit dem Bokeh-Image machen und können hier diesen Wert reinnehmen. Dann wird in der Mitte ein Loch entstehen. Aber ich möchte halt kein Loch, sondern ich möchte die gleiche Form. Und deswegen machen wir das wieder mal mit einem Dilate Erode. Das ist ein echt cooles Node. Und setzen dort, gehen wir hier einmal rein. Machen dort den Wert auf minus 4 vielleicht mal. Schauen wir mal rein. Ja, das ist okay. Und klappen wir den gleich mal ein und nehmen dann einen Color Invert, invertieren das Ganze und tun das ganz einfach mit dem vorherigen Bild multiplizieren. Ganz einfach. Das heißt hier Multiply. Und der kommt hier rein. Und dann haben wir hier diesen Wert. Das ist ein bisschen viel. Ja, so. Ja, das wäre ziemlich cool, glaube ich. Und dann kann man natürlich noch ein bisschen wieder schauen, dass wir Ordnung haben. Ganz klar, Moment. Vielleicht ein bisschen darf was sein in der Mitte. Genau, so ungefähr habe ich das gemacht. Und dann kann man noch einen in die Mitte reinsetzen, der ein bisschen kleiner ist. Was ich hier immer mache, ist, wir verwenden die ganze Zeit nur diesen einen Bokeh Blur. Das ist halt wichtig, weil wenn ich da einen zweiten dazu nehme, dann wird das nachher so langsam. Das ist nicht wirklich tragbar. Gut, also das heißt, wir nehmen einen Bokeh Blur über die Color Ramp und machen den kleiner. Das würden wir dann auch über einen Dilate Erode machen. Den können wir hier mal reinmachen, machen den auf und setzen den noch kleiner, vielleicht auf, ja, so vielleicht. Na. So kommt hier der Eingang rein. Dann sieht das Ganze kleiner aus. Und das würden wir dann drüber addieren. Das heißt, einen Add. Das Ding da rein, das Ding hier rein. Ja, so schön. Genau, also so in etwa hat das Ganze funktioniert. So, mal hier gerade mal wieder schauen. Scale, wir sind jetzt hier auf dem anderen Ast unterwegs. Ich muss ganz kurz schauen. Es kommt. Das ist der andere. Kommt der hier rein wahrscheinlich. So, warte mal ganz kurz. Alt D.
So, jetzt ist er auf der richtigen Seite. Und wenn man das jetzt ganz einfach öfter haben möchte, dann wiederholt man nicht alles, sondern man nimmt ganz einfach das Ausgangsbild und kann jetzt also das hier nehmen, ja, dann nehme ich den Scale, kopiere den, so, den kopieren, dann rein und hier ganz einfach, na? Okay, den kann man, muss man manuell eingeben, Komma 3 vielleicht und minus 1,3. Dann kann man das dazu addieren. So. Und dann hat man hier einen zweiten. Das Ganze kann man natürlich auch noch ein bisschen weniger machen, dass man den dann auf minus 0, ich weiß nicht, 6 und das Ganze nochmal. Ja, dann hat man dann den kleinen. Und so funktioniert der Bokeh-Blur. Das Ganze könnte man noch einmal wirklich ausblören und ein bisschen sauberer machen. Die Color Ramp ist ein bisschen zu hartkantig, aber es geht ja ums Prinzip. Und ich bin da durchaus auch eine Stunde dran gesessen und wollte das Tutorial nicht allzu lange dauern lassen. Gut, dann beim nächsten Mal würde ich dann sagen, den Circle, der ist ziemlich schwer gewesen, weil der nicht aus einer Textur besteht, sondern wirklich, also das ist in dem Fall jetzt ungefähr hier der Punkt. Und wenn der Punkt hier drüben ist, dann wäre er aber sichelförmig wieder zum Zentrum andersrum einfach. Ja? Also das ist ziemlich cool, glaube ich, und das schauen wir uns beim nächsten an. Bis dahin, ciao.